Ja, die nehme ich gerne. I'd be glad to. Und ja, da sind Augenlose in der Wand eingelassen. Warum sieht es so aus, als ob hier hinter auch noch was wäre? Hm. There's the crystal. I don't suppose Andre could have put it on top of the moon. Da ist der Kristall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Andre ihn auf den Mond gebracht hat. Also ja, dann geht's jetzt los. Eine Erhöhung überblickt eine breite Kammer, die zur Hälfte mit Seewasser verflutet ist. Du könntest hier nach unten klettern, aber es scheint zu steil, zu glatt zu sein, um wieder auf dem selben Weg nach oben gelangen zu können. Hinunterklettern. Ach, der Kraken. Wenn das vorbei ist, rede ich mal mit der Salzschlampe. Okay, der Kraken selber hält nicht sonderlich viel aus. Was sagt denn so die Sache hier? Andre ist mir erschienen und hat mich wissen lassen, dass ich mit dem Fragment von Abidons Hammer gegen einen Kristall in der Mitte der Höhle schlagen muss, in der die Augenlosen schlafen. Sie glaubt, dass die Augenlosen dem Ruf des Hammers ihres Meisters folgen werden und dieselbe Stelle an dieselbe Stelle schlagen, bis die ganze Höhle einstürzt. Sie werden begraben werden. Das bedeutet aber, dass die Person, die den Hammer führt, wohl dasselbe Schicksal erleiden wird. Ich muss mit Abidons Hammer... Oh. Es gibt einen großen Kristall, der sich durch den Kern von ihr und Bartier zieht. Ich muss ihn erreichen und mit Abidons Hammer dagegen schlagen. Dadurch sollte die gesamte Höhle einstürzen. Andre hat vor langer Zeit einen Kraken in Kerons Nabel zurückgelassen, um den Ort zu beschützen, an dem die Augenlosen schlummern. Nun steht der Krake zwischen mir und dem Kristall, gegen den ich schlagen muss. Ich muss mir damit uns Hammer gegen den Kristall im Zentrum von Innosbarta schlagen, um die Höhle zum Einsturz zu bringen und der Bedrohung durch die Augenlosen ein für alle Mal Ende zu bereiten. Eigentlich bei der mittlerweile aus. Hat er mit seinem Schild... Oh, schon 3 Kills. Sieht aber wirklich so aus, als ob es hier keinen Ausgang geben würde. Aber man hätte es ja nicht denken können mit den Tentakeln draußen, dass hier drin... sich jetzt hoffentlich nicht einfach das Spiel aufgehangen hat. Nein.
Ein gewaltiger Kristall ragt aus der Wand wie eine Speerspitze, die in einer Wunde steckt. Eine Armee von Spiegelbildern starrt euch aus dem perfekten Versinn des Kristalls heraus an. Sie lässt den Klang eurer Schritte mit weichklingenden Summtönen widerhallen. Ihr muss Abidons Hammer ergreifen und gegen den Kristall schlagen. Und Ondra hat gewarnt, dass derjenige, der dies tut, gemeinsam mit den Augenlosen an diesem Ort begraben werden wird. Wen wählst du? Du selbst. Have led us bravely. It has been an honor to follow your lead. Alof, du hast uns mutig geführt, Talis. Es war eine Ehre, dir zu folgen. The gods really have it in for you. I wish they knew you like I did. Edea, die Götter meinen es wahrlich nicht gut mit dir. Ich wünschte, sie würden dich so kennen, wie ich es tue. As long as I live, Masuk will sing your name alongside Persox. Sagai, solange ich lebe, wird Masuk deinen Namen neben dem von Persox singen, Talisa. Everyone will know what you've done for us. I'll tell everyone I know. Not even the Sea Queen herself could stop me. Kana, jeder wird erfahren, was du für uns getan hast. Ich werde es jedem sagen, den ich kenne. Nicht einmal die Seekönigin selbst könnte mich aufhalten. Lorenz, geradewegs ins Feuer. Deine Chancen stehen nicht gut, doch zumindest hast du gelernt, die Prüfung bereitwillig anzunehmen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir gut tun würde, Wächterin. Du nimmst den Taucherhelm und steckst ihn ein, nur zur Sicherheit. Du packst den Hammer und schlägst ihn gegen den Kristall. Ein perfekter klarer Ton schwingt durch die Luft und heilt in deinen Zehen wieder. Wenige Sekunden später schaukeln Wellen durch das Wasser. Etwas Großes kommt. Du nickst den anderen ein letztes Mal zu. Der Rest der Gruppe eilt aus der überfluteten Höhle und flieht zurück durch die Tunnel. Du schlägst weiter gegen den Kristall. Jeder neue Schlag erzeugt ein größeres Echo. Die Echos bauen sich zu physischen Erschütterungen auf. Währenddessen pulsiert ein schwerer Rhythmus durch die Höhle, Schritte, Dutzende von Schritten. Die anderen biegen um die Ecke und sehen eine Reihe von Augenlosen auf sich zukommen. Die Kreaturen taumeln im Rhythmus der von unten herandrückenden Hammerschläge vorwärts. Sie recken jedoch die Hälse nach der Gruppe und ziehen ihre Kolbenarme nach hinten. Spiegelbild wirken. Überlege, wer den Zauber wirken soll. Alof. Spiegelbilder von Edea erscheinen in dem Tunnel. Die Augenlosen brüllen und stürzen sich vergeblich auf die Spiegelbilder. An den Augenlosen vorbeihuschen. Die Gruppe sprintet an den abgelenkten Monstern vorbei. Möglicherweise sind die Kreaturen zu sehr auf das Hämmern konzentriert, um die Verfolgung aufzunehmen. Sie gehen weiter in Richtung der Höhle. Du schlägst mit gleichem Tempo wieder und wieder gegen den Kristall. Augenlose versammeln sich in der Höhle, wo sie im Takt mit den rhythmischen Schlägen des Hammers gegen die Wände schlagen. Der Boden bebt, Gesteinsbrocken und Kristallsplitter fallen zu Boden. Die Gruppe flieht durch dunkle, dröhnende Gänge. Es kommen weitere gebannte Augenlose angetaumelt. Sie sind aber von der anschwellenden Kadenz zu verzaubern, um mehr zu tun, als ihm vorbeitaumeln, einmal kurz der Form halber nach der Gruppe zu schlagen. Der Tunnel wird enger, es ist ein Licht versehen. Der Ausgang muss hinter der nächsten Biegung liegen. Es ist aber alles voller Schutt. Währenddessen stürzt der Boden plötzlich mehrere Meter auf einmal hinab und der Tunnel beginnt sich um seine eigene Achse zu drehen. Das Geräusch von rasantem fließendem Wasser hallt aus den Höhlen wieder. Den Schutt mit einer Brechstange lösen. Es muss eine Schwachstelle geben, aber nur ein geübtes Auge kann sie identifizieren. Wer räumt den Weg frei? Kanna. Edea setzt das Brecheisen an verschiedenen Stellen an, findet aber keinen guten Hebel. Es muss eine Schwachstelle geben. Sagani. Es muss eine Schwachstelle geben. Alof? Durenz? Andere Optionen. Wir bloß nennen durch den Schuttgraben. Alle attackieren gemeinsam den Schutt und zerren mit verzweifelter Kraft an den Felsen. Das Brüllen von zersplittertem Stein steigt aus den Tiefen auf und der Mond sackt wieder mehrere Meter ab. Nach einigen Minuten der hektischen Arbeit ist der Gang endlich freigelegt. Aber Durenz ist verwundet und das Schiff. Durenz atmet mit kurzen, schmerzhaften Zügen und hält sich einen Arm. Der Mond erzittert wieder. Die Gruppe rettet sich vom Eis, als gerade wieder ein donnerndes Krachen von unten ertönt. Aus jedem Tunnel und jeder Nische kommen weitere Augenlose in die Höhlen geströmt. Deine Ohren dröhnen ob der immer weiter anschwellenden Kakophonie von zerberstendem Stein und zerblitterndem Kristall. Das Wasser steigt währenddessen unaufhörlich. Ein schädenspaltendes Krachen zerreißt die Luft und ein Wasserschall fegt dich von den Füßen. Die gesamte Höhle dreht sich und taucht dich in eine eisige Suppe aus spitzem Metall, zerrissenem Fleisch und Stein. Die anderen sprinten über den See, das Eis knarzt und knackt und fackelt unter ihren Füßen gefährlich.
Der sinkende Mond stöhnt, lange Risse schießen über die Eisfläche. Gesegnet ward Wengris schnellster seines Stamms. Karkovs Frostrechen wirken, um das Eis zusammenzuhalten. Überlege, wer den Zauber wirken soll. Alof. Eine geisterhafte Hand wischt vor Eder über das Eis. Das Eis verbindet sich wieder und hält gerade lang genug, dass ihr es sicher überqueren könnt. Endlich haben alle das sichere Ufer erreicht. In der Mitte des Sees ist noch die Spitze des Mondes über dem Eis zu sehen. Die Überlebenden sehen schweigend zu, wie der Mond in die Tiefe sinkt. Du schlafst durch das Geröll am Grund des Sees. Das Wasser ist eiskalt, die Luft in dem Tauchreim ist beißend und das Geräusch deines eigenen Atems dröhnt in deine Ohren. Aber es ist besser als zu ertrinken. Du bahnst dir einen Weg aus dem absinkenden Geröll und siehst das gespenstische Licht der Oberfläche über dir. Endlich erreichst du das seichte Wasser. Du schlägst durch die dünne Kruste aus Eis und kriechst an Land, zitternd aber lebend. Ja, ein Taucherhelm hat mir das Leben gerettet. Hort des Augenlosen, Quest abgeschlossen. Du stehst am Rande des Sees. Das Schaukeln des Eisens und das Kräuseln der Wasseroberfläche verlangsamen sich bis zur Du stehst am Rand des Sees. Das Schaukeln des Eisens und das Kräuseln der Wasseroberfläche verlangsamen sich, bis du auf einen in der Zeit gefrorenen Augenblick siehst. Als die Welt sich wieder zu bewegen beginnt, bewegt sie sich rückwärts. Die Oberfläche des Wassers wogt und tost, als würde es gleich etwas ausspeien. Und das tut es auch. Das Fragment von Dinon Barter steigt auf, unzerbrochen in einem Stück. Es bildet sich wieder auf der Seeoberfläche und breitet sich in langen, frierenden Fingern aus. Augenlose kommen in einer langen Reihe aus dem Mondfragment auf das Eis. Sie winden sich in einer immer größer werdenden Spirale um den Mond. Sie bleiben stehen, als der Kopf der Schlange dich erreicht. Sie sprechen mit einer einzigen Stimme, die mit knarrendem Metall und zischendem Dampf widerhallt. Shatter and sink, discarded like worn tools. Why have you consigned us to oblivion? Wir werden zertrümmert und versinken, weggeworfen wie abgewetzte Werkzeuge. Warum hast du uns in das ewige Vergessen gestürzt, Talisa? Ihr habt versucht, mich zu töten. Soll das ein Witz sein? Ihr hättet Ketnua zerstört, Durgans Batterie und mehr. Ihr hättet viele unschuldige Menschen getötet. We do not cherish violence, but we will fight to defend the legacies of this world. Wir lieben Gewalt nicht, aber wir kämpfen, um das Vernichtnis der Welt zu verteidigen. Die Augenlosen richten sich auf und ziehen ihre Arme knarrend nach hinten. In one hand a hammer, in the other a mace. We protect the greatest works of civilization, lest it collapse beneath its own weight. In der einen Hand ein Hammer, in der anderen einen Streitkolben. Wir beschützen die größten Werke der Zivilisation, damit sie nicht unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Warum habt ihr dann vor 200 Jahren Durgans Batterie gestürmt? Ihr Protest ist so scharf wie kreischendes Metall. We would sooner sacrifice our own bodies than dislodge a single stone from such a place. Why do you torment us with baseless accusations? Wir würden eher in unseren eigenen Körper opfern, als einen einzigen Stein eines solchen Ortes zu lösen. Warum peinigst du uns mit haltlosen Anschuldigungen? Sag das den Pagonen, die ihr getötet habt. Ihr wurde von einem Bewahrer in einen Zerstörer verwandelt. Ondra hat euch von einem Bewahrer in einen Zerstörer verwandelt. Wer sonst hätte eine mächtige Pagonenfestung so schwer beschädigen können? Wir sind mal einfach ganz ehrlich, Ondra. Die Augen lesen sie still, aber dann hörst du, wie ihre Zahnräder surren, als ihr kollektiver Verstand darüber nachdenkt. Then we were betrayed. Dann wurden wir verraten. Ja, ihr wurdet gegen euren Willen verwandelt. Nein, ihr wurdet angepasst, um einen neuen Zweck zu dienen. Die Kreatur neben dir schlägt mit ihrer groben Faust in das Eis und brüllt protestierend. And what if we adapted your flimsy hands with iron claws? Your brittle bones with mighty steel.